Guten Tag, liebe User. Metropolik und Rhein-Neckar News begrüßt Sie aus dem Palatinum in Mutterstadt vom Neujahrsempfang der Staatsministerin für Integration, Frau Maria Böhmer. Neben vielen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft begrüßte Frau Maria Böhmer als besonderen Ehrengast Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Für die ansprechende musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgten Musikschüler der Musikschule des Rheinpfalzkreises. Einen Bittbrief zur Unterstützung für einen Kunstrasenplatz übergaben die Jüngsten von Arminia Ludwigshafen dem Bayern-Präsidenten. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. Der andere packt sie kräftig an und handelt. Das ist ein Zitat von Dante. Und er hat recht mit seinem Satz. Unsere tägliche Aufgabe in der Politik ist es, nicht einfach abzuwarten, zu schauen, was geschieht, sondern sich den Problemen zu stellen, Lösungen zu entwickeln und sie vor allen Dingen auch umzusetzen. Und das gilt gerade für dieses Jahr 2013. Ich bin mir sicher, es wird ein Jahr der Entscheidung werden. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns ein tatkräftiges, ein gesundes, ein frohes und ein erfolgreiches Jahr 2013. Die Staatsministerin verwies auf die Erfolge der aktuellen Regierung und machte deutlich, was für Herausforderungen im Wahljahr 2013 gemeistert werden müssen, bevor Uli Hoeneß und Bernhard Nielsen in den Dialog eintraten. Das hat man schon gemerkt, im Kernland des FCK, und da gab es ja zu ihrer aktiven Zeit für die Bayern eigentlich selten was zu holen. Ja, stimmt, wir haben unseren Beitrag geleistet, aber trotzdem hat es ja keinen Sondern leider nicht geschafft, in der Bundesliga zu bleiben. Wir persönlich in München, wir würden das ganz sehr begrüßen, denn ich bin ein großer Traditionalist und für mich ist es, finde ich es nicht schön, dass Vereine wie Kaiserslautern, wie der FC Köln, wie Hertha BSC oder auch St. Pauli derzeit nicht in der Bundesliga spielen, weil ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir sehr bald die traditionellen Vereine wieder in die Liga kriegen, damit das Gefälle von ganz oben nach unten wieder kleiner wird. Wir wollten von dem Fußballmanager wissen, wie schafft man es seit Jahren, die Motivation zu finden, sich immer wieder gegen Kritiker zu rechtfertigen, die einem in keinster Weise das Wasser reichen können. Ich habe damit kein Problem, weil ich einen Beruf habe, der mir Spaß macht, und deswegen habe ich da auch kein Problem, dagegen anzugehen. Bayern München hat jetzt so viele Punkte Vorsprung. Ab wann, die Frage ist ernst gemeint, wird die Bundesliga langweilig? Die wird nicht langweilig, bis wir so weit sind, und es wird noch lange dauern. Naja, da hat er nun zwei Standards rausgehauen, wobei er natürlich recht hat, die Bundesliga bleibt beim Kampf um die Vizemeisterschaft spannend. Hören Sie noch Stimmen von Christian Baldauf, Theo Wieder, Hans-Dieter Schneider und natürlich von der Staatsministerin Maria Böhmer. Und bei uns ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag von Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf. Es war ein Gast hier, Uli Hoeneß. Was haben Sie mitgenommen? Also, es ist immer wieder spannend, ihn zu hören. Man ist ja bekannt, ich habe 30 Jahre Dauerkarte auf dem Betzenberg. Die Bayern sind da so nicht so mein Pflaster, aber er ist natürlich ein Aushängeschild. Und das, was er sagt, lebt er auch, macht er auch, meint er auch. Er denkt viel an nachhaltige Finanzen, an unsere Kinder, und das finde ich klasse. Der redet Tacheles, so muss sein. Und bei uns ist Theo Wieder, Oberbürgermeister von Frankenthal. Herr Wieder, heute Abend war eine gute Runde hier beim Neujahrsempfang der Maria Böhmer. Uli Hoeneß hat gesprochen. Wie hat er Ihnen gefallen? Ja, Uli Hoeneß ist eine herausragende Sportpersönlichkeit. Ich hätte ihm noch die Frage gestellt, wie er seinen neuen Trainer in Bayern integriert. Also ob er schon den bayerischen Sprachkurs für die bayerischen Spieler oder den holländischen Sprachkurs für Robben vorbereitet hat. Da bin ich gespannt, wie das wird. Aber Guardiola wird sicherlich den FC Bayern noch weiter in der europäischen Liga nach vorne bringen. Und bei uns ist Hans-Dieter Schneider, Bürgermeister von Mutterstadt. Herr Schneider, wie hat Ihnen die Rede von Uli Hoeneß gefallen?
Ja, ich fand es toll, dass er sehr direkt ist. Es ist ein Riesenvorteil, wenn man im Grunde alles erreicht hat, auf niemanden Rücksicht nehmen muss und somit auch immer und zu allen Punkten seine Meinung und die Wahrheit sagen kann. Also in vielen Punkten muss ich ihm recht geben. Und bei uns ist die Protagonistin des Abends, Frau Professor Maria Böhmer, Staatsministerin in Berlin und heute Abend ihr Neujahrsempfang hier in Mutterstadt gemacht. Frau Böhmer, Sie hatten grundlegend einen Gast, der viele Leute hier begeistert hat. Was hat Sie selbst dazu bewogen, Uli Hoeneß hier zu Ihrem Neujahrsempfang einzuladen? Also ich habe gemerkt, die Resonanz war enorm. Alle haben sich genauso gefreut wie ich auf Uli Hoeneß. Ich habe ihn gefragt, ob er zu meinem Neujahrsempfang kommt, weil wir zusammenarbeiten in der Deutschlandstiftung Integration. Die Bundeskanzlerin persönlich hat ihn gefragt, ob er dort mitwirkt. Und wir arbeiten gemeinsam daran, dass das Thema gutes Zusammenleben zwischen Deutschen und Menschen, die aus dem Ausland zu uns nach Deutschland gekommen wird, dass dieses Zusammenleben gelingt. Und Uli Hoeneß ist ein Vorbild für viele. Und er hat ein Zeichen gesetzt zum Start der Bundesliga mit der Initiative Geh deinen Weg. Wie sieht der Weg aus der Integration aktuell? Wir sind hier auf dem Neujahrsempfang, vielleicht 2012. Was haben Sie 2012 erlebt? Worauf blicken Sie zurück, wo Sie sagen, das war gut, positiv? Wo geht die Entwicklung hin? Also ich habe drei Dinge ganz besonders in Erinnerung. Zu Beginn des Jahres 2012 sagten mir Wissenschaftler, wir kommen voran in der Integration, die Zahl der Schulabbrecher sinkt, mehr und mehr können die deutsche Sprache, bei den Bildungsabschlüssen geht es aufwärts. Und wir haben auch mehr und mehr, die eine Ausbildung absolvieren. Aber Sie haben mir auch gesagt, die schlechte Nachricht ist, die Abstände zwischen Deutschen und Migranten bleiben. Das heißt, wir müssen etwas tun. Und deshalb die zweite gute Nachricht des Jahres war, wir konnten den nationalen Aktionsplan Integration auf Bundesebene verabschieden. Und dann folgte am 1. April das Gesetz zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen, ein wirklicher Meilenstein in der Integration. Wie geht es jetzt 2013 weiter? Mir geht es darum, dass wir die Potenziale heben, die hier existieren. Vor kurzem traf ich eine Gruppe von jungen Medizinern, die türkischer Abstammung sind. Sie sind in Ludwigshafen zu Hause, dort geboren, dort aufgewachsen. Sie werden ihren Weg gehen. Sie sind Teil unseres Landes und so gibt es viele Menschen. Ich glaube, dass es jetzt darauf ankommt, ein neues Kapitel in der Integration aufzuschlagen. Wir wollen eine wirkliche Willkommens- und Anerkennungskultur im Land etablieren. Es gilt, nicht den Blick vor Problemen zu verschließen, aber auch offen zu sein für positive Entwicklungen. Sie sind ja mittlerweile eine Fachfrau, was Integration anbelangt. Sie sind Staatsministerin schon seit vielen Jahren. Sie beschäftigen sich mit dem Thema. 2013, Wahlen stehen vor der Tür. Die CDU hat die letzten Landtagswahlen verloren. Sie hat nicht mehr die Mehrheit im Bundesrat. Wie ist da Ihre persönliche Einschätzung zu der Situation? Das war in der Tat sehr schmerzlich, dass Niedersachsen so knapp verloren ging. Ein Sieg. Ich habe bis nachts vor dem Fernseher gesessen und die Daumen gedrückt für David McAllister, der hoch anerkannt war in seinem Land. Aber knapp verloren ist auch verloren. Mir haben sehr die Leihstimmen an die FDP zu denken gegeben. Ich glaube, jetzt wird es darauf ankommen. Wir müssen als CDU deutlich machen, was wir erreicht haben in den letzten Jahren. Und es ist wirklich bewundernswert, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel kämpft für Deutschland an der europäischen Front. Sie steht wie keine andere für das Wohlergehen in unserem Land, für bessere Arbeitsplätze, für soziale Sicherheit und für eine Verschuldung, die begrenzt wird, denn wir müssen an unsere Enkel denken. Wir müssen dieses Land in guten Händen halten. Prognose? Ich glaube, das Vertrauen, was der Bundeskanzlerin entgegengebracht hat, dieses Vertrauen wird auch durchtragen auf die Bundestagswahl. Und ich setze mich dafür ein, dass wir als CDU hier im Wahlkreis, aber auch bundesweit die Mehrheit haben.